Hey, seid ihr bereit herauszufinden, wie es weitergeht in My Place? Ich auch nicht. Auf geht's. Freunde, wir haben beim letzten Mal schon mitbekommen, dass wir das Spiel ja angeblich durchgespielt haben, wovon ich persönlich jetzt nicht so viel glaube. Und das haben wir auch schon mitbekommen, dass es auch nicht ganz so einfach war, wie wir uns das jetzt hier erhofft haben die ganze Zeit. Und jetzt geht's hier weiter. Er hat das Spiel beim letzten Mal geschlossen für uns. Wir mussten ihm die Rose abgeben. Jetzt die Rose. Give it to me. Ich sehe, du hast es ausgewählt. Jetzt gib's mir und deine Belohnung wird ein Danke sein. Kann ich das nicht einfach irgendwie schütteln? Warum kann ich die nicht schütteln? Ich kann die auch sonst immer schütteln. Okay, dann habe ich wohl keine Wahl. Oh Gott, der kommt doch gleich bestimmt auf mich zugerannt. Ich denke, die Person hinter dem Bildschirm möchte einfach nicht zuhören. Er möchte jetzt, dass wir aufhören zu laufen. Er wird unsere... Wir können uns wirklich nicht mehr bewegen. No. No. Delete Object Player from Scene. Er löscht uns. Er hat uns gelöscht. Spawn Object Player 2. Spieler 2? Enable private controls. Private Steuerung. Oben rechts ist jetzt, was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, war kurz ein Controller. Du fragst dich vielleicht, warum du dich immer nur nicht bewegen kannst. Naja, das ist, weil ich hab mir die Kontrolle gegeben, da ich ja nicht auf dich vertrauen kann. Also, viel Spaß mit der Show. Oh fuck. Ich will dir das nicht geben, Mann. Nein, nein. Fuck. Danke für diese wundervolle Rose. Jetzt können wir zurückgehen und unser kleines Spielchen spielen. Er benutzt die Rose. No, wir waren so weit. Wir hatten die Rose doch schon. Warum konnten wir die nicht benutzen? Das war doch ein Plothole. Wir hätten sie einfach benutzen sollen. Wir hätten sie benutzen können. Wir hätten... Why didn't we do that? Willkommen zurück. Ah. Freut mich. Jetzt, wo du mich gefunden hast, müssen wir das mal abwechseln. Nein, jetzt soll ich mich verstecken. Aber bevor wir weitermachen, muss ich diese Map hier löschen und eine andere versteckte Karte laden, damit wir spielen können. Und keine Sorge wegen der Konsole. Ich habe jetzt ja diese wundervolle Rose und die hilft mir dabei. Das heißt, er muss nicht mehr irgendwas in die Konsole tippen und unseren PC kontrollieren. Er kann das einfach mit der Rose machen. Er hat die Skybox nicht gefunden. Oh lol, guck mal, wie das jetzt hier aussieht. Scripts missing. Game may malfunction. Ja, ich sehe Probleme. Die Rose, die Rose. It's all we have out of... Place to call my place. Game crash occurred. The map that was being used, height map, could not be found on the level. Es gab einen Fehler. Drück die Spacebar, um das Spiel neu zu starten. Wenn das Level wieder einen Fehler hat, dann reinstalliere das Spiel. Okay, ich habe Spacebar gedrückt. Hilfe? Heilige Scheiße, Alter. Das war jetzt gerade wieder so ein Moment aller Dark Game, Dark Place. Wieder ein Fehler, die Map zu laden. Sie existiert nicht. Er benutzt den Else Command. Hide and Seek Map. Das heißt, wir können uns jetzt nicht mehr verstecken, er sucht uns direkt. Oh Gott, ist das gruselig. Da hau ich mir glatt. Press escape to exit the game at any time. Game saves automatically. Well, that's something, I guess. Oh, Junge. When it chases you, make sure to close the game. Wenn es dich verfolgt, schließ einfach das Spiel. Ja, genau. Oh, fuck. Dass er immer mein Lachen hört, das macht so gruselig. Also, ah! Hier war gerade eine Mücke, die ist mir direkt ins Gesicht geflogen. Das war sehr gruselig. Wenn es uns verfolgt, sollen wir einfach das Spiel schließen. Now it's my turn.
das hier immer noch das Fliegvieh? Ist das jetzt hier Real-Life-Horror? Er ist jetzt an der Reihe, uns zu suchen. Ohne Scheiß, ich drück so schnell Escape, wie noch nie jemand Escape gedrückt hat. Ich schwör's euch. Ein Licht. Error message. Close your game here. Ich hab dich gefunden. Wir können's nicht schließen. Das Skript wurde disabled. Ich hab dich gefunden. Okay, ich glaube, er hat uns gefunden. Nur so eine Über... Okay. Ich will das Spiel nicht wieder aufmachen. Aber ich muss, ne? Du guckst mich so an, als ob ich muss. Ich muss wahrscheinlich. Ja, du hast recht. Wir laden erneut das Spiel. Press Escape to exit the game at any time. Sure. Habe ich zu spät vielleicht Escape gedrückt? Musste ich an ihm vorbeilaufen? Ich glaube, ich wäre nicht an ihm vorbeigelaufen. Ich hätte es nicht geschafft, an ihm vorbeizulaufen. Ich glaube, ich hätte irgendwie das Spiel schneller schließen müssen. Vielleicht indem ich irgendwie... Mit Alt-F4 kann man das Spiel halt auch schließen. Ich weiß nicht, ob er das dem Spieler voraussetzt, dass man das wissen muss. Weil es gibt auf jeden Fall Spieler auf dieser Welt, die, glaube ich, nicht wissen, dass Alt-F4 ein Spiel schließt, weil oft genug werden im Internet Leute verarscht, indem sie sagen, hey, wenn du Alt-F4 drückst, dann kriegst du den neuen Skin umsonst. Lell. Also, wir drehen uns gleich um und schließen sofort das Game. Wenn es mit Escape wieder nicht funktioniert, drücken wir Alt-F4. Weil an dem Vorbeikommen, das ist zu knapp. Das glaube ich nicht, dass das klappt. Exiting. Okay, wir sind draußen. Okay. Wir haben es rausgeschafft. Und wir haben überlebt. Okay. What now? Freunde, was machen wir jetzt? Also wenn wir jetzt wieder reingehen und er uns weiter... Nee. Ich glaube, der wird es nicht so cool finden, dass wir gegangen sind bei seinem Spiel. Okay. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir ihn jetzt sehen, müssen wir so schnell Escape drücken, wie man jemals Escape drücken kann. War das nicht das Exit? Ganz nach draußen in den Wald? Ach ne, wäre schön. Wir sind wieder im Haus. Ja, das ist ja noch schöner. Aber das Haus ist neu. Nein, das sieht immer noch genau gleich aus. Hier sind Schlüssel. Hallway Door Keys. Keys to open the hallway door. Ja, wo war die denn? Freunde, das ist eine gute Frage, oder? The Forever Tunnel. Wir haben immer noch hier diese Herzensräume. Da müssen wir auch nochmal gucken, wie wir das irgendwie... War das nicht das Gesicht, der uns gejagt hat? Sah der nicht so aus? Das ist der Hallway. Der Flur. Gehen wir als erstes in die erste rechte Tür. Und finden... Nichts. Gehen wir nun in die erste linke Tür. Und finden... einen fehlenden Hebel. Gehen wir nun in die hintere linke Tür, ist locked. Hintere rechte Tür. Hier müsste jetzt ein Hebel sein. Der ist hier oben. The Dark Heart Key. Der Schlüssel zum dunklen Herzraum. Boah, ohne Scheiß, der kommt doch jetzt gleich.
Der kommt doch safe jetzt gleich, Mann. Bestimmt aus dem Gemälde, was da links ist. Boah, das Spiel weiß auf jeden Fall eine Atmosphäre aufzubauen, ohne Spaß. Ich hoffe, ihr... Freunde, wenn ihr Undertale kennt, dann wisst ihr, dass diese Blume böse ist. Bruder muss los. Ich hoffe, ihr sitzt gerade genauso vor dem Rechner oder vor eurem Handy wie ich hier. Schreibt so in die Kommentare, seid ihr genauso angst eingeflößt hier, so ängstlich, eingeschüchtert? Komplett fertig mit der Welt? Disk required. Dafür brauchen wir eine Disk. Um den zu benutzen. Das haben wir, heißt, wir haben jetzt einen Raum, mit dem wir nichts machen können? Ne, hier gibt es noch andere Wege. Hier nämlich. Ein Knopf. Ah, hier. My Place Alpha Test Copy. Quasi die erste Version von diesem Spiel. Von 2010. The Cursed Game. Oh fuck, ist das gruselig. Okay. Okay. Loading. Das Game im Game. Please note that this is a test version of a game in alpha state. Bugs may occur. Created by Xerx Studios. Das sieht sehr witzig aus. Das ist schon cool gemacht. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. My Place. Press spacebar to play. Enabling loaded file. World map. Select. Okay. Das Game. World. Game. Es gibt Levels. Mercedes. Okay. Der Killer. Schön. Schön. World. Okay. Okay, das Spiel hat sich hier gerade geöffnet für uns. War der da gerade? So pixelig. You ass back. Hi. Wo zur Hölle bin ich jetzt? What the fuck? Was geht jetzt ab? Nein! Ich glaube, wir haben halt echt nicht mal so viel Zeit, deswegen... Nein! Fall ich zweimal extra runter. Dreimal. Boah, ey! Get your moves together, Yannick. Oh fuck, I'm afraid, I'm so afraid. Okay, hier will ich jetzt auf gar keinen Fall runterfallen. Auf gar keinen Fall runterfallen. Okay, irgendwas mit der Brücke. Mehr muss ich nicht wissen. Ich weiß nur, irgendwas ist damit.
Okay. My Place, 2010. Demo over. Thanks for playing. Das war damals die Alpha-Kopie von My Place, 2010. Okay. Und was ist jetzt im Hintergrund passiert, während wir das gespielt haben? Stimmt, kranke Scheiße, oder? Boah, diese Blume, ne? Ich meine, wir können doch jetzt hier nicht rausgehen. Wir haben ja nichts bekommen. Wir können ja auch noch nicht raus. Schön wär's. Wir können nicht einfach gehen. Nein, nein. Gibt's hier jetzt vielleicht einen neuen Weg oder so? Da waren wir überall. Also müssen wir doch irgendwas noch am Computer machen. Müssen wir es nochmal spielen? Habe ich beim Computer irgendwie noch einen Fehler gemacht? Da war ja irgendwas mit der Brücke. Hätte ich im Spiel die Brücke schon irgendwie verändern müssen, damit jetzt im Real Life was passiert mit der Brücke? Freunde, die Brücke ist jetzt hier unten. Die Brücke ist jetzt runtergelassen. Die war eben noch nicht runtergelassen. Das hat sich verändert. Das ist neu. Das Spiel hat sich weiterentwickelt, obwohl es eine Alpha-Demo ist, die gar nicht mehr existierte. Und wir sind jetzt in irgendeinem komischen Spalten. Da oben ist ein Kreuz. Oder der Typ. You cannot continue. Du kannst nicht weitergehen. Warum nicht? Er kommt auf mich zu. Fail to exit. Steht da. Nope. Wir können auch hier das Spiel nicht schließen. Use the flower. Okay. Okay. Ich habe die Blume benutzt. The sunflower helps defend you. It can only be used when you're being attacked. Okay, wenn wir angegriffen werden, dann können wir die benutzen, um uns zu verteidigen. Wir haben gerade ein sehr wichtiges Item erhalten, Freunde. Und damit geht's im nächsten Part weiter. Holy fuck! Sagt mir bitte in den Kommentaren, dass ihr genauso Angst habt. Oh, fuck me.